Auftakt in den 18. Spieltag, der SC Freiburg empfängt Turbine Potsdam-Duell. Sechster gegen Dritter, 13 Punkte trennen beide. Turbine will den dritten Platz im Idealfall bis zum Schluss behalten, Champions League-Qualifikation erreichen und die in Hellblau spielenden Brandenburgerinnen mit der ersten Gelegenheit früh in dieser Partie. Melissa Kössler, ruhender Ball. Und der geht direkt auf das Tor von Raffaela Borggräfe und knallt an die Latte. Gleich mal ideale Gelegenheit, in Führung zu gehen. Aber der Querbalken hat was dagegen. Selbe Minute, der anschließende Einwurf weit von Mesiac. Und dann Orschmann und der Nachschuss von Weidauer über das Tor. Das da frei war, denn die Keeperin lag am Boden. Ball war auch entsprechend frei für Weidauer, geht dann aber drüber hier mit Rücklage, schnell geschalten mit links. Aber dann ging es ein bisschen zu schnell. 20. Minute, wieder Dina Orschmann, aktiv Posten über ihre rechte Seite, wird getroffen und kriegt nicht den Pfiff von der Unparteiischen. Wojtekowa ist da mit dem Kontakt und Gnade vor Recht für Freiburg. Da hätte man durchaus Elfmeter geben können. Kommt wenig von Freiburg in der Offensive, die verlagern sich aufs Kontern hier im Dreisamstadion. Wojtekowa sucht und findet Hoffmann und der Ball ist drin, aber sie steht knapp im Abseits. Aber richtig hingesehen von der Assistentin, so bleibt es beim 0:0. Offensiv immer wieder Turbine Potsdam. Die waren einfach gefährlicher. Ball nicht zu klären für Freiburg. Dann ist der Holmgard, wird wohl leicht touchiert und dann die Schiedsrichterin mit der Entscheidung. Elfmeter, lang gezögert von Melissa Joost und wir blicken nochmal drauf. Hier gibt es eine leichte Berührung, aber Marie Müller für meine Begriffe nicht hier mit einem strafbaren Vergehen. Also ein wenig glücklich dieser Elfmeterpfiff für Potsdam. Agresch und gehalten von Raffaela Borggräfe. Die Gelegenheit für die Gäste in Führung zu gehen, aber der Ball nicht hart genug und nicht platziert genug. Und dann im Nachpassen hat die Torfrau den Ball sicher. Also für die Fans hier, 1200 waren es beim Flutlichtspiel, war es aus Freiburger Sicht in Ordnung mit dem einen Punkt gegen ambitionierte Potsdamerinnen. Dann die 57. Bogenlampe, hier Ball abgefangen nach dem Abwurf, Abstoß und dann Kössler. Dauert ein bisschen lang und der Abschluss aber am Tor. Vorbei. Alles regelkonform, hätte gezählt. Hier Fuß gehoben von Kössler, darf sie natürlich. Und dann etwas zu lang gezögert. Vielleicht auch selber hätte schießen können da, aber so verpufft dann die Chance. Kaum Abschlüsse von Freiburg, aber ganz zum Schluss gab es sie nochmal. Die eine Chance. Anne Rotzinger, sie eingewechselt. Rotzinger aus der Distanz, aber kein Problem für Anna Wellmann im Kasten von Turbine. So bleibt es beim 0:0, dass sich defensiv disziplinierte Freiburgerinnen erarbeiten. Defensiv standen wir wirklich gut, haben wenig zugelassen. Klar, haben natürlich auch Glück, dass wir den Elfmeter dann halten. Das hat Rafa halt auch sehr, sehr gut gemacht. Ja, wir haben wenig zugelassen. Nach vorne ging heute leider nicht so viel, weil wir auch im letzten Drittel sehr ungenau waren. Aber ich denke, mit einem Punkt können wir zufrieden sein. Ja, ich glaube, wenn man hier die Atmosphäre mitnimmt und die Freiburger, wie sie das Ganze angegangen sind, dann können wir mit einem Punkt zufrieden sein. Es war aber mehr drin. Ich denke auch an den gerade schon angesprochenen Elfmeter, den wir vergeben haben. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, in der ersten Halbzeit hätten wir sogar 2 Elfmeter bekommen können. Insofern hätten wir noch eine Chance mehr gehabt, da ein Tor zu machen. Und dann in der zweiten Halbzeit haben wir quasi den letzten Pass nicht an den Mann gebracht. Und insofern fahren wir hier, glaube ich, mit einem verdienten Punkt nach Hause. Es war ein gutes Duell, es war ein intensives Spiel und beide Mannschaften nach dem Punktgewinn auch nicht gänzlich unzufrieden, werden versuchen, das Maximale noch aus der Saison rauszuholen. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.